Wieder steht für Katniss Everdeen alles auf dem Spiel. Kaum hat sie die berüchtigten Gladiatorenspiele, mit denen das Kapitol Panems unterdrückte Bevölkerung seine Macht demonstriert, überstanden, stehen schon die nächsten Hungerspiele vor der Tür. Zum 75. Jubiläum lässt der tyrannische Präsident Snow die legendären Sieger vergangener Spieler gegeneinander antreten. So auch Katniss, die niemals damit gerechnet hätte, ein zweites Mal in die Arena zu müssen. Doch nach den Erfahrungen der ersten Kämpfe ist Katniss nicht mehr dieselbe. Gerade noch auf ihrer Siegertour durch Panem gefeiert, werden Katniss und Peter, der zweite Tribut aus Distrikt 12, zu den Jubiläumsspielen abkommandiert. Doch diese Spiele sind ein perfider Plan des Kapitols, um Katniss zu beseitigen. Nun, diese Geschichte kennt man, wenn man die Trailer zum Film gesehen hat. Und diese schüren die Erwartungen. Und diese werden in Die Tribute von Panem, Catching Fire im Großen und Ganzen erfüllt. Der Film ist besser umgesetzt als der erste und man spürt praktisch die ganze Zeit, dass der erste Film ein großer Erfolg war und somit wesentlich mehr Geld für Catching Fire zur Verfügung stand. Auch ist die Geschichte gut erzählt und der Cast erledigt den Rest. Mit Jennifer Lawrence, Woody Harrelson, Elizabeth Banks und Donald Sutherland sind nur einige wenige genannt. Wer kann, sollte sich den Film im englischen Original ansehen. Dann erlebt man die Schauspieler in ihrer vollen Pracht. Abzüge gibt es nur dafür, dass der Film relativ lange braucht, um in Fahrt zu kommen. Wenn er dann aber richtig loslegt, ist man immer noch fasziniert von den tollen Kulissen und den atemberaubenden Kostümen. Der Film ist definitiv einen Kinobesuch wert. Du weißt, alles, was ich tue, gefährdet dich und Mom. Ich will nicht, dass euch was passiert. Seit den letzten Spielen hat sich etwas verändert. Ich kann es sehen. Was siehst du? Hoffnung. Du hast uns gerettet, das weiß ich. Aber ich kann nicht weiter für die Kameras etwas vorspielen und im wahren Leben ignorieren wir uns. Sie ist nicht die, für die sie alle halten. Sie muss eliminiert werden. Das stimmt, aber auf die richtige Art, zur richtigen Zeit. Wir müssen verschwinden, bevor sie uns töten. Und sie werden uns töten. Das Volk will kämpfen. Ich werde bleiben. Sie haben bei den Spielen sehr hart gekämpft, Miss Everdeen. Aber es waren Spiele. Möchten Sie einen echten Krieg erleben? Stellen Sie sich vor, Tausende Ihrer Leute tot. Ihre Familie ausgelöscht. Was muss ich tun? Dies ist das 75. Jahr der Hungerspiele. Die Tribute werden aus den bisherigen Siegern ausgelost. Katniss! Ich muss mich noch verabschieden. Katniss! Was machen wir jetzt? Das werden diesmal völlig andere Spiele. Die 75. Hungerspiele! Bist du bereit? Das Mädchen, das in Flammen steht! Ich möchte, dass ihr alles vergesst, was ihr über die Spiele zu wissen glaubt. Letztes Jahr war es ein Kinderspiel. Dieses Jahr bekommt ihr es mit erfahrenen Killern zu tun. Noch ein letzter Rat? Bleib am Leben. Vergiss nicht, wer der wahre Feind ist.